Vielleicht für Robert pur Chiffre für den Kontext besser zu verstehen. Über 40% vom Energieverbrauch an Europa geht an Tützen, an den Killen von den Gebäuden. Du hast also ein großes Potenzial, wenn wir unseren Energiekonsum wollen hochsetzen. Und das will man, das muss man auch. Vielleicht neige ich mir mit einem Beispiel zu denken, für rund 10 Jahre. Als ein Haus gebaut gehen, das dann pro Jahr ungefähr 4.000 Liter Mazut verbraucht wird. Haut, die Häuser, die Haut gebaut gehen, verbrauchen 400 Liter Mazut pro Jahr, also 10 Mal mehr. Du gesagt, den aber den Weg, den du, den wir da gegangen sind, haben wir haben also auch sichergestellt, dass die Häuser, die Haut am Mur gebaut gehen, dass das nicht neue Renovationsfälle gehen. Mehr bei den bestehenden Gebäuden ist das natürlich ein anderer. Wir haben ungefähr 208.000 Gebäude hier zu Lützburg und über 60% von denen Gebäude sind vor 1990 schon abgerichtet worden. Und das sind als Patienten, um die es heute geht. Nur denen muss man gucken. Das ist nicht einfach, aber wie gesagt, da gibt es aber ein großes Potenzial für eine komplette energetische Renovation. Einerseits Energie zu sparen und andererseits, und ich meine, das ist auch für die Motivation von den Proprietären von den Häusern, wohl um uns gerade so wichtig, für eben noch Lebensqualität und den Komfort vom Wohnen von ihren Häusern stark zu verbessern. Ich muss Ihnen aber auch ganz klar sagen, dass relativ wenig bis jetzt komplett energetisch renoviert wurde. Wobei die Experten sich aber eins sind, dass das eigentlich die beste Lösung ist, für eben eine Vollrenovierung zu machen, dass das am meisten Sinn macht, weil eben noch ein Gesamtkonzept der Risiko von Bauschäden, von nicht korrekten Sanierungen draufsetzt. Und plus ist es so, dass die Neuheiten auch mehr interessant sind. Auf jeden Fall, wenn ihr voll renoviert, ihr wisst bestimmt, die Bonus, den ihr kann kriegen, als am Anfang von diesem Jahr doppelt so hoch. Wir wollen den Patienten also integral behandeln und nicht just links und rechts pleistern gehen. Nun kann man sich natürlich freuen, ob es dann nicht besser ist. Jetzt sehen, ob man es neue Fenster an, wie das ihr gut möchte. Aber ich meine, dass es wichtig ist, die Message zu geben, dass ihr aber soll nur ein Gesamtkonzept gucken. Dass ihr idealerweise sein Haus guckt vom Speicher bis zum Keller, dass ihr alle verschiedene Facetten prüfen lässt und dann, wenn das dann nicht zu machen ist, wenn ihr nicht die integrale Renovation kann machen, da kann ich natürlich auf den Weg von Teilsanierungen gehen, das ist ganz klar. Aber ich muss ihn aber sicher gehen, und das ist mein sehr wichtiger Message, dass ihr sich nicht neue Probleme sicher geht. Wenn ihr auf den Weg geht, wenn ihr also zum Beispiel neue Fenster ansetzt und nicht isoliert oder eine Lüftungsanlage abbaut, da kann ihr Probleme kriegen mit Schimmel. Das muss ihr sich bewusst sein. Dafür muss ihr auf alle Fall für das erste Mal nur im Gesamtkonzept gucken und da spielt Berodung natürlich eine ganz große Rolle. Direkt ganz renovieren ist jedenfalls mehr effektiv, wie wenn ihr das stückelschussweise mischt. Aber die Leute, die das machen, und zwar rein aus Klimaschutzgründen, die sie gezielt, ich meine, das Chlor teilt aus einem Menü wie Thiem, und die allermeisten Leute fanden es eben auch ganz, ganz wichtig, dass sie persönlich ganz imminent, da bist du von der Hund, wenn sie renovieren, und zwar eben mehr Lebensqualität bessert wohnen und bessert leben an ihrem Haus. Das ist ganz evident. Was bedeutet das da auch finanziell? An der Kostenpunkt, den ist ja, wie gesagt, eine aufschreckende Geschichte. Dafür werden wir schon bei der zweiten Priorität, nämlich DAXI zum Finanzament. Es muss in sich die Vollrenovierung leisten können. So muss finanziell mehr interessant sein, wie wenn er just teilweise renoviert. Und seit dem Anfang vom Jahr sind wir ja eigentlich da, schon was das betrifft, besser abgestellt. Telefon, Primhaus sind bald alle guten Öfen angepasst gehen. Sie sind ganz gezielt auf Vollrenovationen adaptiert. Daneben ist ja auch die Klimabank geschaffen, gehen mitbringen bis zum Nullzins. Aber die besten helfen denen aber nicht, wenn die für diese sind, überhaupt mal gar nicht wissen, dass es sie überhaupt gibt. Dafür ist es absolut notwendig, dass man die Leute noch besser, noch mehr gezielt informieren und beraten. Und hier spielt auch natürlich MyEnergy eine wichtige Rolle. An engem ist es aber so, dass für die allermeisten Leute den Hauptansprechpartner, wenn sie sich dafür renovieren, decidieren, den Handwerker ist. Das ist ganz evident.
Dafür ist es wichtig und richtig, dass das Handwerk auch konsequent auf Weiterbildung setzt, dass Leute fit gemacht gehen, für eben die Kompetenzen zu haben bei der Umsetzung von integralen Renovationskonzepten. Eine weitere Priorität betrifft dann eine bessere Koordination zwischen der Protektion vom Patrimoine an der Renovation. Ganz viele Gebäude, die schützenswert sind, bräuchten trotzdem eine bessere Energieeffizienz und da ist es wichtig, Balance zu finden zwischen dem historischen, dem kulturellen Patrimoine einerseits und der Renovation andererseits. Wir wollen aber heute nicht zu Taliban gehen, die radikal alles schüsst aus dem Brüll von der Energieeffizienz gucken. Da muss ich eine Lösung finden, wie gesagt, für den Equilibre zu halten. Auf feiertens geht dann nachhaltig bauen und auch die Ökonomie zirkulär bei der Renovation. Das geht zu zentralen Themen. Wir wollen, dass immer mehr umweltfreundliche Materialien angesagt gehen und benutzt gehen. Die Isolationsbaumaterialien sollen können neu benutzt gehen, neu angesagt gehen. Am Platz, dass der ganze Bauschutz, wenn das Haus dann aufgerabt wird, als Sondermüll muss entsorgt gehen. Und auch, ob das neue Prioritäten sind, als neue Erden angepasst.